Willkommen zum zweiten Android Development Tutorial. Während wir uns beim letzten Mal ja darum gekümmert haben, wie man ein neues Projekt erstellt und grundlegend mit der IDE Android Studio umgeht, geht es diesmal darum, welche GUI-Elemente wir alle haben und wofür sie benutzt werden können. Wir befinden uns hier im GUI-Editor von Android Studio. Sehen hier auf der linken Seite sämtliche GUI-Elemente, die uns zur Verfügung stehen. Und rechts natürlich eine Vorschau von unserer Activity. Das erste, was wir hier sehen, sind die Layouts. Layouts werden dafür benutzt, um Elemente auf dem View zu positionieren. Da haben wir hier unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar haben wir erstmal ein Frame-Layout. Das Frame-Layout wird dazu verwendet, ein einziges Unterelement an einer gewissen Stelle zu positionieren, sozusagen eine Platzreserve dafür. Wird oft dafür benutzt, um weitere Layouts innen drin halt zu positionieren. Mit den linearen Layouts gibt es in zwei Richtungen, einmal horizontal. Damit können wir Elemente horizontal nebeneinander positionieren. Und mit vertikal können wir die Elemente vertikal, also untereinander positionieren. Vertikal wird oft benutzt, wenn man mehrere Elemente halt untereinander packt. Kann zum Beispiel auch, wenn man unter Android in den Optionen geht und dort seine ganzen Elemente untereinander in einer Liste aufgeführt hat. Das wäre ein typischer Einsatz von dem vertikalen Linear Layout. Eine weitere Option wäre das Table Layout. Das ist im Prinzip eine Mischung aus beiden Lineal-Layouts und dient dazu, Elemente nicht nur zeilenweise oder spaltenweise zu positionieren, sondern zeilen- und spaltenweise. Damit können wir Elemente untereinander und nebeneinander positionieren. Für das Table-Layout gibt es dann Table-Row. Das ist sozusagen das, was im Table-Layout eine Zeile ist. Das Grid-Layout ist ein etwas komplexeres Layout und zwar teilt das die komplette Activity kleinere Art Kästchen sozusagen ein Grid auf. In diesem Grid können dann Elemente positioniert werden. Ähnlich wie halt das Table Layout übereinander und nebeneinander. Gegenüber dem Table Layout können hier aber mehrere von diesen Kästchen zusammengefügt werden. Wie man auch schon, wenn man sich das Icon betrachtet, sieht, wurden hier oben zwei nebeneinander zusammengefügt und hier zwei übereinander. Relative Layout ist etwas unschön. Mit dem Layout, das sehen wir hier standardmäßig aktiv, werden die Elemente frei auf dem gesamten View positioniert. Und die Position wird von diesem relativen Layout die obere linke Position bestimmt. Kann zu Problemen führen bei unterschiedlichen Displaygrößen, was wir gerade bei Smartphones und Tablets recht häufig haben. Das wäre es so grundlegend mit dem Layout. Dann gehen wir mal weiter mit den Widgets. Das sind so die Standard-Elemente, die eigentlich in so gut wie jeder App teilweise vorhanden sind. Da haben wir grundlegend am Anfang so Text-Views. Plain Text-View, Large Text, Medium Text, Small Text in verschiedenen Größen. Text-Views sind Labels, also Beschriftungen für irgendwelche Elemente oder Text, der angezeigt wird. Ich ziehe mal beispielsweise einen hier drauf. Da sieht man, ich habe jetzt einen Text. Mit dem Text kann ich weder wirklich interagieren noch sonst irgendwas machen. Es ist halt wirklich nur rein ein Text. Wenn man wirklich interagieren will mit irgendwas, dann nimmt man Buttons. Buttons sind Schaltflächen, die man anklicken kann bzw. auf dem Touch-Device halt antippen kann. Und damit führt man irgendeine Funktion aus. Zum Beispiel im Login-Form könnte man damit einen Login-Button machen, der Nutzer tippt drauf und die Login-Routine läuft durch. Den gibt es auch nochmal in einer kleineren Version. Ein Radio-Button ist eine Auswahl für Optionen im Prinzip. Und zwar kann man mehrere von diesen Buttons in eine Gruppe zusammenfügen. Zu der Gruppe kommen wir später noch. Und innerhalb dieser Gruppe kann nur einer von diesen Radio-Buttons aktiv sein. Die sehen dann so aus, wenn man mehrere von denen jetzt da drin hätte, könnte man jetzt nur einen von den beiden aktivieren. Würde man den ersten aktivieren,
wird der zweite deaktiviert, deaktiviert man den zweiten, wird der erste deaktiviert. Will man jetzt mehrere gleichzeitig aktiv haben, kann man Checkboxen haben. Checkboxen haken man eine Option an. Ist entweder angehakt oder abgehakt. Es gibt keine Verknüpfung mit anderen Checkboxen. Habe ich jetzt zwei drin, kann ich entweder beide abgehakt haben, beide angehakt oder jeweils nur einen angehakt. Dann zum Abhaken im Prinzip gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich den Switch. Der Switch besteht links einmal auch aus einem Label und rechts aus einer Art Button. Dieser Button kann nach links oder rechts geschoben werden und kann somit zwei Zustände annehmen, entweder an oder aus. In diesem Fall sehen wir jetzt den Button erst aus. Würde man ihn einschalten, wäre er nach rechts und steht auf On. Eine andere Art, um zwei Zustände darzustellen, ist auch der Toggle-Button. Das ist ein ganz normaler Button im Prinzip, der bei Klick da drauf einmal unten einen Status anzeigt, in dem Fall ist er off, grau unten, bei on wird er, glaube ich, grün, und kann zwei Texte annehmen. Blau wird er. Die Texte kann man auch frei definieren. Ist halt ein ganz normaler Button. Könnte man zum Beispiel auch machen, um irgendwo eine Aktion zu aktivieren oder deaktivieren, wenn man jetzt gerade einen Switch nehmen will, oder eine Checkbox. Man bleibt halt die designerische Freiheit. Jetzt kann man natürlich auf diesen Buttons nur Text draufschreiben. Manche wollen auch, weil es aussagekräftiger ist oder besser aussieht, Bilder drauf packen. Dazu gibt es jetzt diese Image-Buttons. In denen kann man ein Bild reinsetzen, anstelle eines Textes. Damit haben wir halt einen Button im Bild drauf. Will man jetzt nicht ein Bild haben, mit dem man interagieren kann, sondern einfach nur ein Bild ausgeben, also Status-Icon, Beschreibung oder sonst was, haben wir ein Image-View. Image-View können wir auch einfach ein Bild setzen und das sitzt dann einfach auf unserer Activity drauf und sieht halt gut aus. Jetzt als nächstes kommen wir zu den Progress-Bars. Die gibt es auch wieder in unterschiedlichen Größen und Formen. So haben wir einmal die kreisrunde Progress Bars. Die sehen so aus. Ein Ladekreis gibt einen Status an. Und es gibt die horizontal. Das ist im Prinzip ein Ladebalken, der von links nach rechts einen Status in Prozent angibt. Die werden halt wirklich dafür benutzt, um Stati anzuzeigen. Wie zum Beispiel, wenn man ein Bild hochlädt, kann man entweder in so einem Kreis, dass er sich durchgehend dreht, anzeigen, der macht noch was, oder halt, dass man horizontal bei ihm schon wirklich den Status anzeigt, der ist jetzt so weit mit dem Upload. Dann haben wir noch einen interagierbaren Progress Bar sozusagen, und zwar die Seek Bar. Das ist im Prinzip ein Kreis, der vom Nutzer hin und her gezogen werden kann, einen Status oder Range auszuwählen. Jetzt haben wir schon in vielen gesehen, dass man mit Sternchen irgendwie ein Bild bewerten kann oder einen Post etc. Dafür gibt es diese Rating Bar. Die besteht aus 5 Sternen. Man kann halt von 1 bis 5 Sternen 0 bewerten. Oder auch halbe Bewertung machen. Eine der auch oft genutzten Sachen ist ein Spinner. Das ist im Prinzip eine Dropdown-Box mit Elementen drin. Der sitzt so erstmal drin, hat jetzt ein Element ausgewählt. Jetzt tippen wir da drauf und kriegen dann eine Auswahl mehrerer Elemente, die wir auswählen können. Dann tippen wir den an und dann steht oben halt das andere drin. Halt zur Auswahl. Um die benutzen zu können nochmal, es reicht nicht, den hier reinzusetzen und ein paar Items zu setzen. Wir müssen dafür ein Layout anlegen, wie die Auswahl aussehen kann. Da können nämlich einfach eine simple Auswahl, die gibt es auch als Vorlage im Android SDK unter der Reference. Wir werden aber auch später nochmal darauf eingehen. Da gibt es dann so einfache Vorlagen, die einfach die Items ganz gewohnt untereinander auflisten. Man kann aber jetzt schon, wie man hier in diesem Beispiel sieht, noch Punkte darunter machen. Man kann hier auch frei designen mit Bildern rein und was weiß ich nicht, nur alles, wie man es halt gerade braucht.
Dann gibt es noch den WebView. Mit dem kann man auf seiner Activity Webseiten anzeigen. Sozusagen ein Inline-Browser. Müssen nicht unbedingt Webseiten, können auch irgendein Content aus dem Internet sein. Wie irgendeine Beschreibung oder alles, was halt übers Internet erreichbar ist. Oder lokale HTML-Dateien. Das wären so jetzt die grundlegenden Widgets. Dann gehen wir weiter zu Textfeldern. Das sind alles Felder, in denen man Werte eingeben kann. Also Input-Felder. Also da haben wir einmal den Plaintext. Das ist wirklich eine ganz normale Texteingabe. Da kann der Nutzer alles eingeben, was er will. Dann gibt es noch ein Personname Input. Da gibt es eine Autovervollständigung von Namen, die im Adressbuch drin vorkommen. Ein Passwortfeld, da wird die Eingabe nicht angezeigt. Halt mit Punkten maskiert. Dasselbe gibt es auch nochmal in numerischer Form. Da können nur numerische Passwörter eingegeben werden. Also man hat dann unten nicht die volle Tastatur, wenn man auf das klickt, sondern nur eine numerische Tastatur. Hat man jetzt eine Eingabe von der E-Mail, kann man ein E-Mail-Feld benutzen. In diesem Feld wird dann einmal die Tastatur so angepasst, dass man in der Standardansicht schon ein @-Zeichen unten drin hat. Und es erfolgt gleichzeitig, wenn man will, auch noch eine Validierung, ob das wirklich eine E-Mail-Adresse ist. Grundvalidierung. Mit dem Phone Field kann man Telefonnummern eingeben. Da ändert sich unten die Tastatur auch wieder so, dass man halt nur eine Telefonnummer eingeben kann. Mit Hilfe von Postal Address kann man dann Adressen eingeben. Der müsste die sogar aus dem Adressbuch vervollständigen können. Mit diesen ganzen Elementen konnte man bis jetzt nur immer eine Zeile an Text eingeben. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit Multiline Text, mit denen man mehrzeiligen Text halt eingeben kann. Es gibt eine Möglichkeit, noch Zeiten einzugeben, Uhrzeiten bzw. Datümer. Und als letztes haben wir noch Felder für Nummern. Dazu haben wir einmal normale Nummern. Wir haben Signed-Nummern, also nur positive. Und wir haben Nummern mit Dezimalstellen, also nach Kommastellen. So, um diese Felder jetzt einmal zu visualisieren, erstellen wir jetzt mal ein kleines View. Und demonstrieren einmal, wie die funktionieren. So, da haben wir sie alle drin. Einmal speichern. Bilden. Und dann führen wir das mal aus. So, sehen wir hier schon ganz viele Eingabezahlen. Das ist jetzt unser Plaintextfeld. Hier können wir ganz normal Text eingeben. Namenfeld sieht auch erstmal ganz normal aus. Mach jetzt Vervollständigung, aber ich habe hier nichts im Adressbuch drin. Passwortfeld sehen wir erstmal, wir kriegen kein größeres Highlighting der Tasten und die sind halt mit Punkten maskiert. Haben wir jetzt nur ein numerisches Passwort wie eine PIN, sehen wir, die Tastatur wechselt zu einer numerischen Eingabe und wir können halt Nummern eingeben. So, E-Mail-Adresse fällt unten links neben der leeren Taste direkt das @ auf. Beziehungsweise wir haben hier unten rechts auch noch die paar com.net.org auf edu Domainänderungen drin. Als nächstes haben wir jetzt ein Telefonnummern-Eingabefeld. Sieht
ähnlich aus wie numerisches Input, nur dass wir auf der linken Seite noch zusätzlich Zeichen haben, um zum Beispiel formatierte Eingaben zu machen. Als nächstes die Postadresse. Mehrzeiliger Text. Was war das jetzt? Ach ja, Uhrzeit. Sieht ähnlich aus wie Telefonnummer. Nur halt wirklich Uhrzeiteneingabe. Dann haben wir ein Datum. Numerische Angabe, auch wieder Nummernfeld. Dann haben wir Signed Nummern, die können negativ sein, die normalen Nummern unsigned sind und somit nicht negativ sein können. Und als letztes haben wir Dezimalzahlen, die können hier nämlich nicht ein Komma enthalten. Und hier kann ich jetzt ein Komma einfügen. Ja, das waren grundlegend die Texteingabefelder. Mal hier alle weg. So. Damit kommen wir weiter zu Container. So, wir hatten vorhin schon unter den Widgets die Radio Buttons. Radio Buttons organisiert man innerhalb von einer Radio Group. Innerhalb dieser Group kann nur ein Radio Button aktiv sein. Kann ich einmal demonstrieren, indem ich hier eine Radio Group reinsetze und in die zwei Radio Buttons. Aber zur Demonstration nochmal eine Checkbox rein. Switch. Sich die Ausführung wenigstens. Ja. Hier sehen wir jetzt, wir haben einen. Innerhalb der Radio Group können wir nur einen Radio Button anhaken. Checkbox, wie hat gesagt, anhaken, abhaken. Switch kann hin und her geschoben werden oder angetippt werden, je nachdem. Und Toggle-Button auch wieder anhaken, abhaken. So. Upp, wieder weg damit. So, dann haben wir eine Liste-View. Das ist im Prinzip eine scrollbare Liste mit einzelnen Items, die man dann halt auswählen kann. Den Grid View hatten wir vorhin schon einmal, der ist hier auch nochmal drin. So, Expandable List View ist im Prinzip eine Liste, wobei wir jedes einzelne Item nochmal ausfahren können. Somit da noch Sub-Items oder Informationen anzeigen können. Jetzt haben wir ja oft das Problem, dass unser View-Bereich kleiner ist als der Content, den wir da reinpacken wollen. Dazu haben wir Scroll-Views. Und zwar können wir einmal horizontal und vertikal scrollen. Den ziehen wir im Prinzip einmal hier drauf und innerhalb von dem, also eigentlich würde man das Linear-Layout da drin haben. Darin können wir dann unsere Elemente reinpacken. Wenn wir dann in der App sind, können wir halt hoch und runter scrollen, beziehungsweise beim horizontalen links nach rechts. Dann haben wir noch ein Search View. Das ist im Prinzip ein Suchenfeld. Da haben wir so eine Lupe. Wenn wir drauf tippen, kriegen wir eine Sucheingabe und können halt nach irgendwas suchen. Jetzt hatten wir ja schon letztes Mal so die unterschiedlichen Formen von der Activity, die man am Anfang anlegen kann. Da konnte man ja auch ein Tab-Panel rein.
Das ist im Prinzip hier dieser Tab Host. Damit können wir hier oben mehrere Tabs auswählen. Kann man hier auch, da sieht man auch wieder das Frame Layout, wo wir die ganzen Linear Layouts drin haben. Können wir innerhalb dieser Linear Layouts für die einzelnen Tabs die ganzen Activity-Sachen, also die ganzen GUI-Elemente reinpacken. Und halt immer mit diesem Tab View hin und her. Ich damit. Und so die durchgestrichenen ignorieren wir hier komplett. Die sind nämlich als deprecated markiert. Das bedeutet, die werden in der nächsten Version entfernt. Sollte irgendwo im Code auch irgendeine Methode aufgerufen oder irgendwas, der Compiler sollte eine Warnung schmeißen, dass irgendwas gefunden wurde, was deprecated ist, sollte man ins Ende, in die Android-Referenz gucken. Da steht meist drin, womit das dann ersetzt wurde. Und dann sollte man seinen Code entsprechend umsetzen. Sonst kann es passieren, dass in der nächsten Version das nicht mehr funktioniert, weil es nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, das nächste wäre hier dieses Video View. Erinnert schon mal an Image View, um Bilder anzuzeigen. Und haben wir hier jetzt auch ein Video View, um Videos anzuzeigen. Und dann gibt es noch den Dialer-Filter. Den demonstriere ich jetzt einmal kurz. Ich hoffe, das funktioniert auf dem Tablet. Das Teil hat ja schließlich keine. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. Ist im Prinzip auch erstmal ja, für den aktuellen Status unwichtig. Falls wir es irgendwann nochmal brauchen sollten, gehe ich nochmal genau darauf hin und teste es dann auf einem richtigen Smartphone. Und zwar, der Dialer ist halt die Anwendung, Telefonanrufe zu starten. Die haben wir auf dem Tablet jetzt natürlich nicht. So, gehen wir weiter zu Date and Time. Hier haben wir jetzt verschiedene Methoden, Zeiten auszugeben, Datum auszugeben oder halt eine Eingabe zu machen. Zwar gab es mal eine Digital Clock, die ist mittlerweile deprecated, wie man hier sieht. Das Item ist deprecated in 17, oh, schon seit 4.2. Use Text Clock instead. Hier haben wir auch Sliding Door. Was sagen die? Ja, man soll seine eigene Implementation machen. Die Galerie soll man dann horizontal, Scroll View und einen View Pager nehmen. Warte noch was? Two Line Items. Kann man mit dem Relative Layout wieder machen. Auf jeden Fall haben wir Text Clock. Das ist im Prinzip eine digitale Uhrzeitangabe. Entweder hier im 12-Stunden-Format oder auch im 24-Stunden-Format. Wenn wir jetzt aber nicht gerade eine digitale Uhrzeit ausgeben wollen, können wir natürlich auch noch eine analoge Uhr benutzen. Finden wir oft auf Widgets wieder. Ein bisschen komplexer haben will, gibt es jetzt noch den Chronometer. Können wir dann ein bisschen genauer die Zeit angeben? Millisekunden, so geht das. Hab's noch nie benutzt. Muss noch nie mit Zeiten arbeiten. Und dann hatten wir ja schon mal unter den, nein, unter den Textfields die Möglichkeit, Zeit und Datum einzugeben als Textfeld. Ist jetzt nicht so ganz die optimale Lösung, deswegen gibt es hier die Date Picker. Date Picker ist ein Datumseingabefeld, in dem man ein Datum oder eine Datumsspanne angeben kann. Das Ganze lässt sich noch ein bisschen konfigurieren, indem man Minimum Dates, Maximum Dates zeigt. Man kann diesen Spinner ausblenden lassen und irgendwo muss man auch Kalender ausblenden lassen. Dann kriegt man nur diesen, die an sich kennt man. Oder halt, man nimmt nur den. Beides zusammen wird ein bisschen eng auf diesem View drauf. Damit kann man dann halt simpler die Datum eingeben. Dasselbe gibt es natürlich auch noch als Time Picker. Da kann man dann auch wieder
Uhrzeiten eingeben. 12, 24 Stunden Uhrzeit kann man auch wieder konfigurieren. Die beiden werden bei den meisten Anwendungen eigentlich in Dialogen benutzt. Da hat man dann eine Uhrzeit da stehen und dann ein Datum und kann sagen, Change. WIP öffnet sich ein Dialog, kann da drin dran ändern, sagt okay und wird drin gespeichert. Verbraucht weniger Platz, als das direkt in die Activity reinzusetzen. Dann haben wir als nächstes noch den Calendar View. Das ist im Prinzip ein, na, ähnlich wie der, beim Date Picker, dieser Kalender rechts, nur halt diesmal ein bisschen größer. Und hier können wir auch gewisse Sachen markieren. Wir können uns einzelne Tage auswählen lassen, etc. Das Teil ist natürlich auch in der Ansicht immer komplett konfigurierbar. Also wir können den Sonntag als ersten Tag der Woche nehmen, wir können aber auch den Montag als ersten Tag der Woche nehmen. Dann gibt es jetzt eine Gruppe Expert. Da wird es schon ein bisschen komplexer. Da will ich jetzt für den Anfang auch nicht, naja, drauf eingehen. Da haben wir zum Beispiel auch solche Sachen wie für Zoom-Buttons. Was noch interessant wäre, ist hier vielleicht der Number-Picker, mit dem man dann eine Nummer hoch runtersetzen kann. Haben wir noch irgendwas? Contact-Badge, da können wir jetzt einen Kontakt einfügen. Text-View zum Abhaken. Ich glaube, so Interessantes für den Anfang ist erstmal nicht bei. Wenn man die irgendwann mal brauchen sollte, gehen wir natürlich auch wieder darauf ein, aber für so die Grundsachen wird das erstmal nicht benötigt. Genauso wie hier so die Sachen in Custom. Also die kann man erstmal für den Grund ignorieren. So, jetzt würde ich sagen, ihr spielt mal so ein bisschen hier rum, baut euch eine simple GUI zusammen und guckt mal, wie es halt auf eurem Smartphone, Tablet oder im Emulator aussieht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Da gehen wir nämlich durch, wie wir diese GUI-Elemente, die wir auf unsere GUI packen, ansteuern. Fangen wir dann nämlich an, aus einem Text, Feld einen Text mal auszulesen, in einem Textview reinzuschreiben und das Ganze mit Button. Vielleicht noch ein paar andere Elemente. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die ganzen GUI-Elemente gefallen. Ich sage dann mal bis zum nächsten Mal.